Es ist auch heute wieder etwas zäh an den Märkten, weil die wichtigen, die großen Ereignisse erst noch kommen. Vor allem die Notenbanken, EZB am Donnerstag, Fed Mittwoch nächster Woche und dann natürlich auch die Zahlen der großen Tech-Unternehmen. Davor ist das so ein Rumgeschiebe, was wir hier sehen, nachdem die Märkte ja in den USA die drei großen Indizes neue Allzeithochs gemacht haben, ist jetzt so ein bisschen eine Stagnation drin. Aber es hat sich unter der Oberfläche was getan, denn erstmals seit vielen Wochen erwarten die Märkte, bepreist in den Fed Fund Futures, keine Zinssenkung mehr im März durch die US-Notenbank. Das ist doch etwas, was die Statik der Märkte verschieben könnte, denn wir sehen, dass die Renditen steigen wieder, moderat, aber sie steigen und wir sehen, dass vor allem der Dollar steigt, Euro-Dollar in Richtung 1,8 wieder unterwegs. Also das ist durchaus etwas, was die Aktienmärkte interessiert. Schauen wir uns hier mal diese Fed Fund Futures an, wenn Sie hier unten gucken in der Tabelle, die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen unverändert bleiben im März, also auf der März-Sitzung, die stattfinden wird am 20.03., liegt jetzt bei 58,4%. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen um 25 Basispunkte, also 0,25% sinken, nur bei 40,5%. Vor zwei Wochen lag die Wahrscheinlichkeit, die hier von den Fed Fund Futures bepreist wird, noch bei 90%. Dass die Fed schon im März die Zinsen senken wird. Hier rechts sehen wir Dollarindex, jetzt neues Verlaufshoch. Seit der Jahresbeginn die Renditen für die 10-Jährige sind wieder bei 4,15% um und bei. Und das, obwohl das konjunkturelle Bild, das wirtschaftliche Bild in den USA wirklich schwierig einzuschätzen ist. Wir haben erstmal eine Divergenz, zwischen den weichen Daten, die sind in der Regel besser und die harten Daten sind in der Regel schlechter. Wir haben ja jetzt 21 Monate in Folge die Frühindikatoren negativ, normal ziemlich sicheres Rezessionssignal, aber auf der anderen Seite eben sehen wir dann bessere Einzelhandelsumsätze. Ist der Arbeitsmarkt in den USA vermeintlich stabil, wenn man jetzt mal den Zahlen Glauben schenken will. Heute haben wir Daten aus der eher dritten als aus der zweiten Reihe bekommen. Richmond Fed Manufacturing Index, niedrigster Stand seit Corona, also weiter deutet das auf Schwäche im Gewerbesektor, aber auch der Philly Fed Services, also Dienstleistungssektor, gibt ja den Philly Fed Manufacturing Index, der bekannter ist, aber es gibt den auch für den Servicebereich. Auch hier negativ, das Einzige, was wirklich steigt, sind die Löhne. Das ist ein wichtiger Aspekt, warum die Konsumenten in den USA noch relativ gut drauf sind, die natürlich sich vor allem auch auf die Kreditkarte verlassen, aber sie haben eben in den letzten Monaten auch Reallohnzuwächse gehabt. Also die Löhne sind stärker gestiegen als die Inflation. Dennoch die Amerikaner, die zahlen natürlich horrende Zinsen für ihre Kreditkarten. Und wir sehen, wie hier die Amerikaner agieren. 30% der Amerikaner haben seit mindestens zwei Jahren kein Plus mehr bei ihrer Kreditkarte. Also das ist schon natürlich ein Konsum auf Pump, der auf der anderen Seite jetzt durch die Reallohnzuwächse nochmal gestoppt, befördert wird oder weniger krass wird. Hier sehen wir rechts Mentions of Weak Demand von Konsumfirmen und da sehen wir, das ist noch relativ hoch, also schwer einzuordnen. Jetzt wird es ja politischer in den USA, weil heute in New Hampshire die Vorwahlen stattfinden werden. Darauf wird sehr geachtet, auch an der Wall Street. Und hier mal eine Umfrage in den USA. Was ist denn für dich das wichtigste Thema? Und dann sagen mehr als zwei Drittel ja die Leistbarkeit von Dingen, die Inflation mit anderen Worten. Also das bleibt wirklich ein Kernfaktor vor Kriminalität, vor Gesundheitswesen und so weiter. Und so fort. Also Inflation ist ein wichtiges Thema und in Sachen Wirtschaft nochmal, wenn wir zu diesem Komplex zurückkehren, schauen wir uns mal an Nasdaq in Relation zu Rohstoffen und dann sehen wir, das ist schon ziemlich hoch. Das ist fast so auf dem Niveau der Dotcom-Blase und jetzt kann man sagen, komischer Vergleich, Nasdaq-Titel, also Tech und Rohstoffe, aber beides ist Realwirtschaft, beides braucht Rohstoffe. Auch die Tech-Industrie braucht Rohstoffe, gerade Chips brauchen ja Rohstoffe, also das ist schon ungewöhnlich. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die Amerikaner, weil sie mehr Helikopterschecks bekommen haben, weil sozusagen die Segnungen des Staates stärker waren, deutlich besser hier in Sachen Konsum unterwegs sind, während der Konsum in Europa, auch in Deutschland, eher nach unten weist, schwächer wird.
ist die Lage in den USA noch deutlich besser. Und jetzt nochmal zurück zur Politik. Heute ja, wie gesagt, New Hampshire, die Vorwahlen, eigentlich ein relativ liberaler Bundesstaat in den USA. Die Börsen sehen Trump relativ gelassen entgegen, weil man sich sagt, naja, für die Aktienmärkte war der doch gut, der hat ja jedes Hoch im Dow Jones gefeiert, sein Fokus auf ein gutes Umfeld für Unternehmen hilft, schreibt hier die FAZ. Erstaunlich, das in Deutschland zu lesen. Okay, klar, er hat die Unternehmenssteuern gesenkt, nur ist das jetzt noch möglich angesichts dieses Billionendefizits, das die Amerikaner fahren? Ich glaube nicht. Und hier ist vor allem diese Tax Reform, die er gemacht hat, wird hier genannt. Jetzt will er die Steuern noch weiter senken, wenn er Präsident wäre, ist ja schön und gut. Nur wer bezahlt das? Das Ausland muss das dann bezahlen, indem das Ausland Staatsanleihen kauft. Und das ist ein unglaublich inflationärer Effekt, der meines Erachtens von Trump ausgehen würde. Steuern runter, wahrscheinlich Militärausgaben nach oben, Zinsen nach unten. Also das wäre ein hochinflationäres Umfeld. Das ist meine Prognose. Sollte Trump Präsident werden, dann wird die ganze Geschichte wahrscheinlich komplett aus den Ruder laufen in Sachen Inflation. Jetzt ist er auf jeden Fall Favorit für diese Wahlen heute in New Hampshire, für die republikanischen Vorwahlen mit 60%. Nikki Haley nur 38%, wenn sie nicht einigermaßen an Trump ranrückt, könnte die Sache jetzt weitgehend gelaufen sein. Mal sehen, wie es ausgeht. Wie schaut es an den Märkten aus? Naja, es ist mau, es ist zäh, es ist jetzt nicht gerade vergnügungspflichtig. Hier sehen wir Nasdaq mehr oder weniger unverändert, Dow Jones im Negativen. Zahlen von 3M, General Electric, die doch eher enttäuscht haben, Small Caps leicht im Minus, aber wenig Bewegung, die hier passiert, wenig Veränderung in der Summe bei den Indizes. Hier sehen wir das mal, General Electric, größter Sell-Off seit knapp 2 Jahren bei 3M, wichtiger Konsumgüterhersteller, sogar seit August 2022, 7,4% geht es nach unten. Heute beginnt die Tech-Berichtssaison mit Netflix, wir berichten da bei Finanzmarktwelt drüber und wir haben ja gesehen, in China hat sich die Regierung ja offenkundig entschlossen, oh, wir wollen mal ein bisschen was tun, um diesen Crash aufzufangen. Man verliert so ein bisschen sein Gesicht, alle anderen Aktienmärkte, Japan, Taiwan in Richtung Allzeithoch, nur China sackt ab. Aber jetzt eben dann diese Willensbekundung, dann Hang Seng deutlich nach oben. Jetzt heute die Meldung, dass unter anderem Jack Ma Alibaba Aktien gekauft habe in den letzten Wochen. Und das hat dann nochmal zu einem Aufschwung gerade dieser chinesischen Tech-Aktien, die auch an der New Yorker Stock Exchange gelistet sind, geführt. Was haben wir noch? Wir haben zwischenzeitlich Bitcoin unter der Marke von $39.000. Die Euphoriker waren sehr euphorisch, als dieses ETF oder die ETFs genehmigt wurden. Seitdem sind wir mal 20% entspannt nach unten. MTGOX, Liquidation, Chatter, also Gerüchte, schnipp, schnapp, schnapp, schnipp. Aber es ist schlichtweg für die Finanzindustrie jetzt nicht mehr so interessant wie vorher, dass der Bitcoin-Preis oben bleibt, weil man jetzt eben seine ETFs platziert hat, weil das Geld da reingeflossen ist. Jetzt kann man im Prinzip den Stecker ganz entspannt ziehen. Und Stecker ziehen gilt auch ein Stück weit für mit dem Sprung nach Europa. Die Kreditvergabe hierzulande respektive in Europa. Die EZB hofft jetzt, dass die Talsohle bei der Kreditnachfrage erreicht ist, aber das weist weiter nach unten, weil die Banken strengere Kreditvergaberichtlinien hier anlegen. Aber interessant ist auch, dass in allen Bereichen die Kreditnachfrage in Deutschland besonders schwach ist. Das deutet darauf hin, dass auch dann in näherer Zukunft, in den nächsten Wochen, Monaten, die deutsche Wirtschaft wohl kaum frische Impulse bekommen wird. Möglicherweise eben auch nicht die europäischen Aktienmärkte, die ja zuvor eine Rallye erlebt haben, aber jetzt seit Jahresbeginn auch nicht mehr so richtig aus dem Quark kommen, wie zum Beispiel der DAX. Hier sagen einige Analysten wenig Aufwärtspotenzial für europäische Aktien und wenig Aufwärtspotenzial auch bei der Ampelkoalition, die mal eben 11.500 neue Beamtenstellen geschaffen hat. Die Personalkosten gehen immer weiter nach oben. Also der Staat wird immer mehr aufgebläht. Die ganze Planwirtschaft, die hier
in Sachen erneuerbare Energien eben durchgezogen wird. Man vertraut nicht auf den Markt, sondern sagt, wir müssen das richten. Ihr richtet euch dann nach uns, liebe Unternehmen. Das ist so ein bisschen das Rezept, das möglicherweise nicht funktionieren wird. Und auch der Kohleausstieg wird nur funktionieren, wenn neue Gasblöcke gebaut werden. Aber dazu braucht es viele Milliarden, die müssen irgendwo reinkommen. Wer soll das zahlen? Wir müssen es zahlen. Das ist ja das große Problem der Erneuerbaren, was wir jetzt kürzlich gesehen haben. Wir hatten einen Rekord Windstromproduktion oder Windenergieproduktion. Was passierte? Der Strompreis wurde negativ, weil man das Ganze nicht speichern kann. Weitgehend muss also schnell weg. Dadurch wird der Strompreis negativ. Und so haben wir in Deutschland eben die paradoxe Situation, dass wenn wir mal genug Energie haben, dann verkaufen wir das zu Negativpreisen auch ins Ausland. Dagegen, wenn wir Energie brauchen, zahlen wir dafür sehr hohe Preise. Das ist also ein Defizitgeschäft, was wir alle bezahlen müssen. Leuchtet mir nicht so richtig ein, ob das wirklich klug ist. Immerhin ist jetzt klar, dass hier in Schleswig-Holstein oder in Schleswig-Holstein Northvolt hier seine Batteriefabrik bauen wird. Gleichzeitig verweigert Habecks Ministerium, wie man eigentlich zu der Entscheidung gekommen ist, dass man die Atomkraftwerke abschalten will. Man will da unbedingt die Unterlagen nicht herausgeben und hier hatte eine Zeitung geklagt, damit das passieren muss. Kürzlich oder gestern hatte ja Fatih Birol gesagt, also er hält das für einen historischen Fehler, was Deutschland hier gemacht hat mit dem Ausstieg der Kernenergie. Wir sehen ja letztendlich, mit den CO2-Emissionen ist es nicht wirklich nach unten gegangen in Deutschland. Im Gegenteil, wir fahren ja Kohle weiter rauf. Energie bleibt teuer. Und dann sehen wir eben solche Nachrichten auch, nicht nur deswegen, aber eben auch ein Zeichen dafür, dass die Dinge nicht so richtig gut laufen. Stellenstreichungen bei Bosch. Kürzlich war Miele hier mit Entlassungsbekundungen an die Öffentlichkeit getreten. Die Stahlproduktion in Deutschland fällt jetzt auf ein neues oder fällt auf ein tiefster Stand seit 14 Jahren. Heute gab es eine Umfrage unter Ökonomen und die wurde heute veröffentlicht. Das BIP weltweit dürfte um 2,6% steigen. Deutschland wieder mal ganz weit hinten mit plus 0,6%. Also es ist jetzt nicht gerade so, dass wir auf der Überholspur sind. Und politisch könnte es auch schwieriger werden, jetzt durch die neuen Parteien. Davor warnt der Forza-Chef, indem er gesagt hat, ja, wenn jetzt die Wagenknecht-Partei kommt, jetzt diese Werteunion kommt, also diese Zersplitterung der Parteienstruktur, etwa Wagenknecht, würde schon praktisch auf FDP-Niveau kommen. Wenn du sehr, sehr viele Parteien hast, wie willst du das Ganze dann irgendwie schaukeln? Wir haben ja jetzt schon eine Dreierkoalition. Wie auch immer, Aktien, Vermögensverwalter, nämlich die sogenannten CTAs, Commodity Trading Advisor, werden in jedem Szenario in der nächsten Woche verkaufen müssen, sagte Goldman Sachs. Warum, wieso, weshalb? Lesen Sie in diesem Artikel. Erste Empfehlung und die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren. Warum die Zinsen bald sinken sollten? Hier ein Warnhinweis von Bill Gross, Anleiheguru, ehemals vor allem galt er als die Autorität schlechthin. Der begründete, warum die Fed unbedingt die Zinsen jetzt senken müsste. Wie gesagt, die Märkte sind jetzt gerade eher in einer anderen Richtung unterwegs, dass sie sagen, naja, die werden die Zinsen senken, aber eben nicht ab März. Warum, wieso, weshalb Bill Gross das sagt, ist sehr interessant. Diese beiden Empfehlungen und ich empfehle mich jetzt auch aufs Allerwärmste und sage Servus, ciao.